Team. Ui, sieht immer noch so geil aus wie vorher. Jawohl, wir spielen ein Spiel. Ich hätte schon Bock. Spielen wir einfach eine Division Draft, auch wenn ich gefühlt seit 2 Monaten kein FIFA mehr gespielt habe. Spielen wir ein Spiel und dann gehen wir auf. Ja, das sehen wir uns direkt. Ja, das könnte schwer werden, egal ob ich gewinne. Vielleicht quitte ich auch, muss man schauen. Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu diesem Spiel. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Wolf Fuß und der Kollege von Ich habe heute Fußball schon eine sehr offensive Einstellung und auch sehr offensive das Spieler. Erste Spiel aus dieser Rivals-Saison. Das verspricht eine richtig interessante Partie zu werden. Buschi? Sie wollen perfekt in diese Rivals-Saison starten. Ist auch wichtig, denn ein Misserfolg heute, das wäre kein gutes Omen für diese Saison. Ach, der Scheiß drauf. Schön dazwischen gegangen. Jetzt Aubameyang. Klasse Pass jetzt. Nee, Fahne ist oben, das ist abseits. Wenn der Steilpass da etwas früher kommt, dann wird es richtig der gefährlich. Steilpass. Aber so eben nicht, das müssen Sie der cleverer Steilpass. Machen. Da lässt er den Gegner aussteigen. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Ach, Bruder. Das Glück hatte. Ballgewinn, gefährliche Position. Was für eine Ach, unglaubliche der. Parade. Wolf, eine riesen ich war nicht mal so schlecht. Reflex, den habe ich schon drin gesehen. Eckball von Cristiano Ronaldo. Ich glaube, FIFA verlernt man auch nicht unbedingt. Gib doch mal kurz deine Prognose ab, Buschi. Was kann uns Cristiano Ronaldo heute zeigen? Ein ganz toller Sp Aber ganz kurz, denn das könnte es sein. Er kommt nope. an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Durchaus gefährlicher Eckball, Ramos klärt. Und Ronaldo treibt den Ball nach vorne. Ismail Assar. Es gibt Ecke. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Ball bleibt hängen bei Paul Pogba. Da ist der Ball weg. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Ganz klar, abseits hier war gut. Perfekt, dachte ich. Der Gegner ist aber auch nicht gut. Sind wir mal ehrlich. Federico Valverde. Sie verlieren den Ball. Er ist frei, da kann was draus werden. Oh ja, da hat nicht viel gefehlt. Der Keeper ist da ein Tick schneller. Das war richtig gefährlich. Vorne jetzt die Balleroberung. Also Bruder, was ist denn das für ein Spieler? Unglaubliches Tor. Seitfallzieher. Was für eine akrobatische Aktion. Was für ein Treffer. Hallo. Den Feldstecher. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie das es 1:0. Weitergeht. Schauen, wie es weitergeht. Der Gegner, ja, Bruder, der Gegner ist aber auch scheiße. Das muss man schon zugeben. Am Ball Ismail Assar. Da geht er Och, Digga. Mit dieser Grätsche im Strafraum. Jetzt können Sie noch starten. Da machen Sie zu. Wichtige Aktion. Scheiße. Jetzt gibt es hier eine Ecke. Die Ecke von Cristiano Ronaldo. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Der Ballverlust. Das gibt einen Einwurf. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Kommt jetzt die Flanke? Marco Asensio! Nicht der Ausgleich. Aber da müssen sie mehr rausmachen. Diese Chance haben sie fast verschenkt. Ja, nichts dagegen. Sie haben den Ball. Jetzt ist er durch. Der geht an die Latte und zurück ins Feld.
Torhüter ist zur Stelle, aber die Szene vorher. Alu-Treffer, Bucci, das war eine enge Nummer. Da würde ich gerne noch mal sehen, da lag der Treffer in der Luft. Fußballgott hat bitte mal geholfen. Da hätten sie sich fast mit dem Ausgleich belohnt, aber kein Glück in dieser Szene. Alu-Treffer und man spürt den Frust bis hier oben auf die Kommentatorenplätze. Den spüre ich auch schon. Gibt hier doch noch Freistoß, da hat er erst weiterlaufen lassen, aber es ergab sich keine richtige Gelegenheit. FIFA ist so langweilig, ich sag's dir so. 2-4 und das wird Einwurf geben. Er wird eh noch diesen easy Treffer landen. Für dieses Last-Minute-Tor. Und dann nochmals eins, weil ich gebrochen bin. Super Pass! Steilpass auf Saar. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Spielstand 2-0, im Moment läuft es natürlich für sie. Ja, mit viel Übersicht. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Freistoß, Digga, ganz schlecht. Er versucht einfach mal, aber ohne Erfolg. Große Distanz, dann trotzdem so ein klasse Ball, fast das Tor. Mit viel aber Auge Ronaldo. Klasse. Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Riesenchance. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene, fantastischer Reflex, den habe ich schon drin gesehen. Jetzt kommt die Ecke. Der ist doch heiß. Gut, was die Abwehr da macht, ne? Die Kopfballchance ist nicht schlecht, aber sie machen genau im richtigen Moment zu. Ja, und dann kannst du den Ball ja gar nicht besser aufs Tor bringen. Die Gastgeber sind beim Ballbesitz vorne, aber trotzdem weiter der Rückstand. Es gelingt ihnen einfach nicht, aus dem Ballbesitz auch mal Chancen zu kreieren. Daran muss gearbeitet werden. Huch. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Ich sag die Wahrheit. Die Flanke bleibt hängen. Hauptsache weg vom Tor. Gefährlich! Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Griezmann, super gelöst. Ach, Digga. Marco Asensio. Ja, ach, Digga, scheiß drauf. Ja, ach, Digga. Asensio! Da passt der klasse auf. Die Ecke könnte die Chance zum Anschlusstreffer sein. Die Fans stehen weiter hinter dem Team. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird's gefährlich. Ah, wird's auch schnell. Aktion läuft weiter, nach wie vor gefährlich. Was macht er draus? Ein tolles Tor. Absolut, Wolf, das war... Sieg? Berechnend, wie sie da ihr Tempo ausspielen, wie sie umschalten, wie sie die Lücke erkennen und dann auch nutzen. Klasse. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Und jetzt die Chance. Beruhigende Führung zur Pause. 3-0 ist der Was? Schussstand nach 45 Minuten. War doch ein Tor für mich. Ach, der Schatz. Ja, die sind schon ziemlich müde. Jetzt werde ich aber auf weiß nicht, ob ich komplett offensiv voll einstellen, weil dann ist es noch ein bisschen besser. Wisst ihr, was ich meine? Geht es nun weiter mit der zweiten Spielhälfte. Rashford. Ferran Torres. Aubameyang. Flanke von Aubameyang. Endlich kann er sich mal auszeichnen. Einwandfreie Parade von ihm. Gut, dass er heute auch mal ein Erfolgserlebnis hat. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Was macht er draus? Und sie machen nichts aus der Chance. Ball ist weg. Oh, das könnte was werden. Gehalten, aber der Ball ist weiter gefährlich. Ja, bin ich so ein Freund von Only drauf schießen. Oh, da ist er durch. Sie holen sich den Ball. Nach vorne. Ach. Rashford, Ballverlust. Ja, habe ich gewusst, dass der den abfängt. Aber ich habe es riskiert. Da ist die Flanke.
Überragendes Tor. Drin ist der Ball. Damit hat hier niemand gerechnet. Absoluter Zauberfußball. Ich glaube, da müssen wir uns erstmal nicht verstehen, was da eigentlich vor sich gegangen ist. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Das 4-0 ist aber dieses andere deutlich. Und diese Easy Ablauf wird es auch sein. Hä? Vorstoß. Ja, jetzt wird es ein Tor. Das zeigt, ja, dass ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Also von mir aus könnte er auch quitten. Gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion, alles richtig gemacht. Gib Sinn, Applaus. Gute Parade bei diesem Eckball. Gibt abseits, ist klar, aber das müssen Sie eigentlich sehen. Ah, das war nachlässig, das war unüberlegt. Da müssen Sie warten. Sie sehen doch, dass da jemand im Abseits ist. Das ist kein guter Pass. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Rashford, die Flanke jetzt. Sensationelles Tor. Was für eine Szene, was für ein Highlight. Also wir sind alle sprachlos. Der kann sich feiern lassen. Nochmal die Huch. Des Tors, Huch. Und dann bringt er den Ball im Tor unter. Gar nicht besonders hart, aber mit Sommermann hat der Torhüter nicht gerechnet. Griezmann kommt vorbei. Einseitige Nummer. Griezmann, Riesenchance. Und ich glaube, da haben sie diese Situation unbeschadet überstanden. Ah, die Fans wollten gerade den Elfmeterpfiff, das hört man deutlich. Gute Aktion jetzt. Jetzt die Flanke an den langen Pfosten. Der ist nicht drin. Egal, ob es ein Tor kassiert. Ja, schauen wir an die Linie. Die Fahne ist oben, abseits. Alle, wirklich alle. Er wird eh noch, wird eh noch dieses andere Comeback raushauen. Ich weiß es, wie immer. So ist FIFA. Er wird dieses andere Comeback raushauen. Sie setzen Piqué zu. Aubameyang fängt den Pass ab. Platz für Vinicius Junior. Klasse Tackling. Noch mal ein bisschen nach vorne. Die spielen. Fans haben sich das heute auf jeden Fall anders vorgestellt. Buschi. Ja, Wolf, das bisschen ist taktisch. Starre hier im Moment. Selten, dass es so tak, leise tak, ist. Bam, bam, bam. Nach vorne. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Die Chance auf den Konter. Vor 20 Minuten. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Der Ball ist erstmal rausgespielt. Hm. Schön dazwischen gegangen. Tolles Zuspiel. Ich meine, der hätte ich jetzt auch easy machen können, aber... Aubameyang, schöner Pass. Zentimeter verhindert das Tor. Ball ist zwar drin, aber abseits. Und Sie können es nicht fassen? War das wirklich abseits? Das wäre schon 7-0 gewesen, aber egal. Mal anschauen, Wolf. Ach, Digga. Gebrochen. Gebrochen, ohne Digga. Paul Pogba. Das könnte die Gelegenheit geben. Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Das könnte jetzt ein Konter werden. Christian Pulisic. Jetzt die Chance für Pulisic. Der muss reingehen. Sensationelles Tor. Was für eine Szene. Was für ein Highlight. Also wir sind alle sprachlos. Der Kerl da unten darf sich zurecht feiern lassen. Der Profi, Digga. Gerne nochmal in der Wiederholung an. Etwas unglaublich. Ronaldo. Ich habe ihn immer geliebt. Ein bisschen Glück ist dabei, aber... Das Resultat, das war... Ach, ne. Ne. Den will er mit Gefühl. Och, Digga, och, ne. Mit ganz viel Gefühl. Es zaubert mit dir. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Ich hab so und dann gewusst. Macht er das geschickt, setzt den Lupfer genau im richtigen Moment.
torreich und einseitig. So kann man das Spiel bisher zusammenfassen. 6:1 jetzt. Marco Asensio. Das gibt einen Einwurf. Gareth Bale. Digga, ich kann nicht wechseln. Flanke kam gut, aber Ramos ist da. Ja, Ramos, genau. Ronaldo. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Und jetzt die Chance. Ganz enge Geschichte. Beide gehen zum Ball und dann hat der Keeper auch ein wenig Glück, dass das gut geht. Der Ball ist im Aus, es geht hier mit Abschluss weiter. Vorne der Ballgewinn. Und er pfeift den Vorteil doch ab. Freistoß. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Der Ballverlust von Eder Militao. Christian Pulisic. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Partie gestern also gewonnen. Sie haben das heute super gemacht. Haben perfekt eingestellt und konnten... Spielhöhepunkte, genau. Vorne jetzt die Balleroberung. Aubameyang, schöner Ball. Waren alle Tore so legendär? Unglaubliches Tor. Also es geht jetzt noch. Abgehoben. Super Pass. Steilpass auf Saar. Geht auch. Aktion läuft weiter. Nach wie vor gefährlich. Was macht er draus? Geht auch. Ach, die Ronaldo-Tore waren zu geil. Christian Pulisic. Da ist die Flanke. Überragendes Tor. Drin ist der Ball. Nicht schlecht. Rashford. Die Flanke jetzt. Ronaldo nicht zu unterschätzen, auf jeden Fall. Christian Pulisic. Jetzt die Chance für Pulisic. Der muss... Das war dem sein Tor. Ja. Ja,